Magische Miesmuschel, darf ich dieses leckere, knusprige, kühle, das Beste auf der Welt, viel besser als Maßeis, leckeren Riegel und dann noch gekühlt essen? Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, meine Freunde, Freundinnen? Mein Name lautet Danny Burnage. Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und dieses Mal habe ich quasi meine besten Freunde mit am Start. Und zwar ist es zum einen mein Lieblingsgetränk Apfelschorle. Sagt Alu Halle zur Apfelschorle. Achso, ich liebe Apfelschorle. Ihr wisst wahrscheinlich, dass ich immer davon extrem pissen muss. Aber ich liebe es einfach. Hier habe ich auch schon ein Glas einge. Ne, ich darf nichts trinken. Ich darf nichts trinken. Gleich werdet ihr wissen, wieso. Dann habe ich noch mein Lieblingsessen dabei, beziehungsweise meine Lieblingssüßigkeit habe ich schon aufgemacht. Und zwar Snickers-Eis. Leider kein Family Pack. Ihr kauft immer alles zu so schnell aus. Ich sollte vielleicht dafür weniger Werbung machen. Das ist wahrscheinlich der Grund. Dann habe ich noch meine Ehefrau mit am Start. Sehe ich ein bisschen sauer, weil ich Videos mit Lea und sowas gemacht habe. Aber sie heißt Magische Miesmuschel. Aber ich hoffe, sie ist nicht mehr so sauer. Ich will einfach mal fragen. Ich will mal was fragen. Magische Miesmuschel, darf ich. Wartet mal. Magische Miesmuschel, darf ich dieses leckere, knusprige, kühle, das Beste auf der Welt, viel besser als Maßeis, leckeren Riegel und dann noch gekühlt essen? Keinesfalls. Ha, Leute, ich muss ehrlich sagen, die ist ein bisschen sauer, weil ich Videos mit anderen Mädels gemacht habe. Das tut mir natürlich immer so ein bisschen leid, ne? Aber damit muss sie leben, ne? Auch als meine Ehefrau. Magische Miesmuschel, darf ich wenigstens ein bisschen Apfelschorle trinken? Kann sein. Darf ich das oder nicht? Eventuell. Ja oder nein? Ja. Gut. Sie hat mir schon so einen Teil verziehen. Und wir zocken heute. Übrigens, ich wollte eine neue Serie aufmachen, wo ihr der magische Miesmuschel Fragen stellen könnt. Und zwar schreibt einfach in die Kommentare, was ich die magische Miesmuschel fragen soll. Und dann werde ich mir Kommentare rauspicken. Vielleicht sogar ein Video einblenden. Mal sehen, wie ich Lust habe. Und dann werde ich halt die Fragen der magischen Miesmuschel stellen. Und mal sehen, was sie antwortet. Achtet aber bitte darauf, dass die Fragen so gestellt werden, dass man auf Ja oder Nein antworten kann. Ich meine, die Frage, die magische Mischmuschel kann eigentlich alles beantworten, aber sie beantwortet immer gerne Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Also bitte berücksichtigt das. Wir zocken heute eine Runde. Ich würde sagen, wir zocken heute Team Deathmatch. Und ich habe echt Hunger auf ein Snickers-Eis, ey, muss ich ja sagen. Nochmal. Magische Mischmuschel, darf ich jetzt ein leckeres Snickers-Eis essen? Frag nochmal in einer Stunde. Pff, gut, Leute, das Live-Commentary geht nur eine Stunde lang. Ich meine, was soll ich anderes machen? Was anderes geht ja nicht. Welche Waffe soll ich denn zocken? Mit der oder? Ja, ich zocke einfach. Nee, ich zocke mit der. Die finde ich schon ein bisschen besser. Und. Ja, ich sollte mehr Live-Commentaries machen, um einfach. Weil ich mache jetzt öfter mit diesem, mit dem Solution die Dual hier. Diese Kill-Duelle. Die wir ja gestern hochgeladen halt, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Und wir machen das jetzt öfter. Und deswegen muss ich einfach besser werden, ne? Und immer gegen ihn zu gewinnen. Und nicht irgendwie, dass ich irgendwann mal verliere oder so. Das wär's ja noch. Ich meine, ich will ja nicht meine Snickers-Eisbande hier enttäuschen. Ihr seid doch meine Snickers-Eisbande, oder nicht? Also wenn nicht, dann bin ich ziemlich enttäuscht. Aber zum Glück seid ihr es ja. Wo sind die ganzen Gegner? Könnte ich jetzt die magische Miesmuschel fragen, würde ich das tun. Ohne Scheiß, ich finde niemanden. Ach, der hier. Was macht der da? Ich nehme mal seine Schrotflinte. Leih ich mir mal aus. Ich leih mir kurz seine Schrotflinte aus. So, ach, den habe ich gerade. What the fuck? Orbital, was geht denn ab, Alter? Chillig. Was? Oh, ich leg mich gar nicht auf. Habe ich mich aufgeregt? Pff, Leute, ihr habt keine Ahnung vom Aufregen. Keine Sorge. Ich würde mich niemals. Ah, ist klar. Ich würde mich niemals aufregen. Als würde ich mich jemals aufregen. Pff, ich doch nicht. Was macht der Gegner da? Ist er behindert? Und wieso ist die Connection so scheiße? Und wieso treffen meine Kugeln nicht? Das ist natürlich eine Frage, die sollte sich jeder mal stellen. Wieso treffen die Kugeln nicht? Übrigens. In Ghosts meine ich. Darüber rede ich immer ziemlich gerne, weil ich mich auf das Spiel freue. Wisst ihr ja. Und zwar in Ghosts gibt es halt dedifizierte Server, oder ich weiß gar nicht, wie die heißen. Dedifizierte Server, glaube ich. Und da gibt es dann keine Lags mehr halt, ne? Das ist natürlich ziemlich geil. Weil ich persönlich ein Call of Duty ohne Lags kann ich mir dann mal nicht vorstellen. Ich hoffe, ich werde das sogar nicht vermissen oder so. Man weiß ja nicht, weil Lags sind doch irgendwie was ganz Normales in Call of Duty. Was macht der da? Wollte der mich killen oder wollte er nur sterben? Kann ich jetzt gar nicht einschätzen. Keine Sorge, ich bin natürlich noch im Spiel. Ich muss ja eine Stunde warten. Aber ich hoffe, sie hat jetzt die Zeit vergessen und denkt, es war eine Stunde. Magische Miesmuschel, darf ich dieses leckere Snickers, das ich jetzt essen?
Klingt plausibel. Ja, das heißt eigentlich ja. Also heißt es jetzt ja oder nein? Mir egal. Ja, egal, alles klar. Anscheinend ist ihr das im Moment egal. Das heißt also, ich darf ruhig mal ein bisschen hier abbeißen. Muss ja nicht von der fahren. Ich meine, die Kappe ist zu, also kann sie ja eh nichts sehen. Ne? Ah. Ich wollte schon immer mal zeigen, wie man ein Snickers-Eis richtig ist. Und zwar, das ist das Snickers-Eis, ne? Hier oben sind die Nüsse. Und hier unten, das ist das Eis. Die Nüsse und das Karamell ist das Beste dann. Und das Gesamtpaket ist natürlich das Beste dann. Aber von allem finde ich die Nüsse und das Karamell am besten. Vor allem dieser Witz. Und wieso heißt Bruno Mars und nicht Bruno Snickers? Weil er keine Nüsse hat. Der ist ja auch übel alt. Aber auf jeden Fall macht ihr das so. Ihr habt ein Snickers-Eis. Wollt es essen, aber isst es nicht so ab, sondern isst erstmal den oberen Teil ab. So. Nur den oberen Teil. Dann genießt ihr es. Ist es langsam, das schmeckt wirklich am besten. Und dann isst ihr noch den unteren Teil auf. Ja. So, jetzt will ich mal was fragen. Magische Miesmusse, sind meine Abonnenten cool? Eines Tages vielleicht. Sind meine Abonnenten jetzt cool? Sicherlich. Ja, so muss das sein. Hätte ich auch nichts anderes erwartet von meiner Ehefrau. Wie gesagt. Sie ist natürlich immer ein bisschen enttäuscht, weil ich Videos mit anderen Schlampen mache. Also ich meine natürlich ein Mädchen. Wie, sag mal, kann mir vielleicht jemand erklären, wieso wieder dieselbe Map kommt? Also wie gesagt, achtet bitte darauf, dass wenn ihr der magischen Mischmuschel Fragen stellt, dass ihr die auch so stellt, dass man die mit Ja oder Nein beantworten kann. Und diese Scheißfunktion, dass man die Blendgranaten erst nach einer Minute, ein paar Sekunden werfen kann, die ist ja so lächerlich, Alter. Ich hasse die so über Team. Oh, von wo kommt der denn, Alter? Das cheatet, der scheiß Cheater. Die Cheater heutzutage, ist immer dasselbe mit denen. Also, wo bin ich stehen geblieben? Und zwar, ich hole mir die Xbox One und die PS4 hole ich mir, das wisst ihr ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bereue schon ein bisschen, dass ich die PS4 jetzt verkauft habe. Weil ich sagen muss... Da, daneben, du Spast, Alter. Ha! Es geschieht dir recht, wenn du mich messern willst, Alter. Nicht mit Danny Burnage und seiner Snickers-Eisbande. Übrigens, ich nenne uns jetzt einfach die Snickers-Eisbande. Sag mal, die springen mir auch heute alle irgendwie vor die Füße. Kann das sein? Ich weiß nicht, was da los ist, Alter. Oh, ich sollte hier weggehen. Nein! Reg ich mich auf? Nein. Ich habe mich noch nie aufgeregt, Leute. Ich bitte euch. Das hätte ich mich aufgeregt. Das würde ich mich jemals aufregen. Wartet mal, ich frag mal die mega magische Miesmuschel. Ah, scheiße. Magische Miesmuschel, reg ich mich auf? Kann sein. Seht ihr? Das heißt nicht ja. Das heißt quasi nein. Genau, genau, ganz genau. Und zwar gibt es nur dedifizierte Server auf der Xbox One. Auf der PS4 ist noch gar nichts offiziell. Auf jeden Fall will ich auf jeden Fall ein Road to Commander, ein zum Snickers Ice Master, heißt das so, nenne ich das ja, in Ghosts machen. Und dann, wenn ich am Tag wirklich so 2 bis 3 Videos kommen, also wenn Ghosts rauskommt, dann mache ich wirklich viel zu viel. So, ich habe übel Lust drauf und dieser Sniper, der cheatet definitiv. Ich frag mal die magische Miesmuschel, ob er wirklich cheatet. Das weiß sie nur, das weiß leider keiner, nur sie. Magische Miesmuschel cheatet, der Sniper. Nie im Leben. Okay, das heißt, er hat Skill. Alles klar. Leute, ihr müsst einfach mit der Wahrheit klarkommen. Das ist die magische Miesmuschel, die hat immer recht. Ja, ja, so ist es halt. So, ey Digga, was machst du da, Alter? Du schießt die Wand an. Was macht der da? Ich verstehe gar nicht, was die wollen. Wollen die Wand anschießen oder wollen die mich killen? Kann mir das jemand erklären? Ich frage mal, dass die magische Miesmuschel, ob sie die Wand anschießen wollen oder mich killen wollen. Ich kann das so gar nicht wirklich einschätzen, so um ehrlich zu sein. Also die Gegner werden echt immer schlechter, vor allem seitdem GTA 4 raus ist. Ist echt immer weniger los hier in Black Ops, was ich nicht verstehen kann. Obwohl, GTA 4 macht schon Spaß, aber ich persönlich würde es nie schaffen, mir irgendwie 100 Stunden da durchzuspielen. Schaffe ich nicht, tut mir leid. Ich meine, ich habe mir das Spiel geholt, mache ein paar Videos auch dazu, ne. Aber sonst, ey, muss ich sagen, dass ich es eigentlich ziemlich unnötig finde. So 100 Stunden, ich meine, in dem Spiel kann man auch anders Spaß haben, als sich die ganze Zeit mit der Story zu beschäftigen. Bin ich der Meinung, ne? Aber ich finde das Spiel schon ziemlich gelungen. So meine Meinung, ne? Habt ihr auch eine Meinung? Ich frage mal nach, bevor ich hier, ne, irgendwie was Falsches sage. Magische Miesmuschel, haben meine Abonnenten eine Meinung? Sicher. Alles klar. Ja, das ist doch gut, ey. Finde ich gut. Meine Snickers-Eisbande hat also eine Meinung. Sehr gut. Oh, das Spiel geht noch ein bisschen. Was macht der da? Der ist hier gespawnt, kann das sein? Ich sollte die magische Miesmuschel fragen, ob er wirklich so schlecht gespawnt ist. Alter, hätte der mich gekillt, hätte ich echt geschrien, Alter. Nein, hätte ich natürlich nicht. Ich bin noch nie sauer geworden.
Ja, ihr müsst auch berücksichtigen, dass ich jetzt mein drittes Spiel des Tages. Ich mache mich immer vor Live-Commentary so ein bisschen warm, damit ich nicht hundertprozentig verkacke, so. Sonst nehme ich immer alles live aus, auf. Und auch gleich den ersten Versuch. Weil es immer so ein bisschen richtiger rüberkommt für mich, so finde ich. Was ist das jetzt? Wer hat mich jetzt gekillt? War wahrscheinlich ein Geist, oder? Vor allem, ich verstehe auch nicht, wie kann man da oben chillen, Alter? Sind die behindert? Ich kann das nicht verstehen, Alter. Magische Miesmuschel, sind die Camper behindert? Ich glaube eher nicht. Puh, sie hat heute einen schlechten Tag erwischt. Alles klar. Der Helikopter chillt da oben in der Luft. Ich frag mal kurz was. Magische Miesmuschel, chillt der Helikopter in der Luft? Gewiss nicht. Alles klar. Ich habe zwar nicht verstanden, was es soll, aber ist okay. Ich habe irgendwie Hunger auf noch ein Snickers-Eis. Ich muss aber gucken, ob die magische Miesmuschel, ob mein Schatz natürlich auch in Laune ist jetzt, ne? Mir das zu erlauben. Man weiß es natürlich nie so. Ist natürlich immer so die Frage. Und ich muss auch sagen, seitdem ich wirklich so Videos mit anderen Mädels gemacht habe, ne? Ist sie natürlich jetzt immer wieder, wurde sie immer sauer und saurer. Und schaut euch das mal an, ich zocke nicht mal richtig hier und bin trotzdem der Erste aus meinem Team. Also ich finde es schon ein bisschen peinlich für meine Teammates. Vor allem der einzige Grund, wieso ich immer sterbe, ist entweder, weil ich sterben will, oder weil meine Teammates so oft sterben, dass die Gegner Killstreaks bekommen und diese Killstreaks mich killen. Das ist extrem oft so. Und es war bei mir so, als Black Ops 2 rausgekommen ist, dann war es am Anfang so, war es so, dass ich das Spiel wirklich gar nicht gehypt habe. Bei Black Ops 2 war wirklich das Call of Duty, was ich gar nicht gehypt habe. Und komischerweise hat es mir dann auch nicht gefallen. Bei jedem anderen Call of Duty, das habe ich gesuchtet. Und Ghost hype ich einfach wieder. Und deswegen habe ich einfach das Gefühl, dass es wieder gut wird. Gut. Ich frage mal nochmal die magische Miesmuschel was. So. Magische Miesmuschel, darf ich jetzt mein leckeres Snickers essen? Ich glaube eher nicht. Magische Miesmuschel, dürfen meine Abonnenten das leckere, kühle Snickers essen? Wahrscheinlich. Alles klar, Leute, ihr wisst, wo ihr Snickers-Eis kaufen könnt. Kauft bitte bloß kein Mars-Eis. Lasst euch da nicht irgendwie täuschen. Irgendwie Mars-Eis liegt immer neben Snickers-Eis. Habe ich auch bei Facebook gepostet. Aber lasst euch da nicht irgendwie täuschen. Mars-Eis hat nichts mit Snickers-Eis zu tun. Gut. Magische Miesmuschel, darf ich jetzt das leckere Snickers-Eis essen? Das glaube ich nicht. Gut, Leute, ich werde das Live-Commentary beenden müssen. Dann frage ich nochmal die magische Miesmuschel, ob ihr einen Daumen nach oben da lassen sollt. Magische Miesmuschel, sollen die Abonnenten einen Daumen nach oben da lassen? Klingt plausibel. Ja, das würde ich auch sagen, ne? Also lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, welche Fragen ich der magischen Miesmuschel als nächstes stellen soll. Ich gehe erstmal aus der Lobby raus. Außerdem abonniert meinen Kanal für besseren Sex. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschau! Yeah. Magische Miesmuschel, habe ich einen großen Penis? Ganz und gar nicht.